Zu klein, zu teuer, zu viele Hirsche. Probleme bei der Aufforstung im Harz, das Beispiel der Stadt Ilsenburg. Wo liegt Ilsenburg? Nun, Sie sehen hier den großen grünen Fleck, das ist der Harz. Und der kleine rote Punkt oben am nördlichen Rand des Harzes, das ist die Stadt Ilsenburg. Links daneben liegt Bad Harzburg, rechts daneben die Stadt Wernigerode und südlich davon ist der Nationalpark Harz. Aber die Aufforstungsfläche, die liegt gar nicht im Nationalpark Harz, die liegt außerhalb des Nationalparks an der Plessenburg. Die Plessenburg, das sehen Sie hier mit dem roten P bezeichnet, beliebter Waldgasthof, und A ist die Aufforstungsfläche. Dort wurde also aufgeforstet und oben sehen Sie I, das ist ein Parkplatz am Rande der Stadt Ilsenburg, also Ilsenburg ganz im Norden. Und Sie kommen da bequem hin mit einer Wanderung von einer halben Stunde, sagen wir mal. Sie können da aber auch mit dem Bus hinfahren und das rote B, das markiert hier die Bushaltestelle, P ist die Plessenburg und A ist die Aufforstungsfläche. Sie sehen, die ist also direkt neben der Bushaltestelle. Sie steigen quasi aus dem Bus aus und sehen sofort die aufgeforstete Fläche. Was hat man gemacht? Man hat 1,5 Hektar aufgeforstet. Dafür wurden 22.500 Euro Spenden eingesammelt. Das Ganze geschah im Mai 2022. 4.000 Traubeneichen wurden gepflanzt und entscheidend das Ganze hinter einem Wildschutzzaun. Wenn Sie weitere Informationen suchen oder kontrollieren wollen, ob ich Ihnen hier Unsinn erzähle, dann können Sie das im Internet machen. Sie können googeln Aufforstung an der Plessenburg. Dort finden Sie zwei sehr informative Seiten, eine vom Harzer Tourismusverband und eine von 99 Funken. Dort, wie gesagt, sämtliche Hintergrundinformationen, wenn Sie weitere suchen. Ich stehe jetzt in der Nähe der Plessenburg und gucke auf die Aufforstungsfläche. Die Aufforstungsfläche ist rot. Warum ist die rot? Weil da blüht das schmalblättrige Weidenröschen. Und das blüht nur innerhalb des Zauns, innerhalb der gezäunten Fläche, weil Rehe und Rothirsche das sonst fressen würden. Sie sehen den riesigen Halberstädter Berg, wo die Aufforstungsfläche liegt. Und diese riesige Fläche ist eben nicht aufgeforstet worden, weil das viel zu teuer ist. Nur 1,5 Hektar, nur da, wo Sie das schmalblättrige Weidenröschen blühen sehen, diese rote Fläche, die sind aufgeforstet worden. Der riesige Teil, der geht ja hinten noch weiter, wurde nicht aufgeforstet. Das Aufforsten ist viel zu teuer. Die Stadt Ilsenburg selber hat es auch nicht bezahlt. Offensichtlich hatte sie da kein Geld für, sondern es wurden private Spenden eingesammelt. 22.500 Euro. Müssen Sie sich mal überlegen, wie teuer das ist. 1,5 Hektar und 22.500 Euro kostet diese Aufforstung. Sie sehen hier im Vordergrund den Wildschutzzaun, sehr stabil aus Stahl, damit die Rothirsche da nicht reinkommen in diese Fläche. Die gepflanzten Bäume sehen Sie nicht, weil die sind viel, viel kleiner als die Kräuter, die da in der Fläche wachsen. Und man darf gespannt sein, was da in den nächsten Jahren zu sehen sein wird. 22.500 Euro für so eine kleine Fläche. Ohne Wildschutzzaun haben die Bäume hier keine Chance. Die Traubeneichen und die vielen anderen Sträucher und Bäume, die man hier gepflanzt hat, die würden alle von den Rothirschen aufgefressen. Die einzige Baumart, die eine Chance hätte ohne Zaun, das sind Birken. Aber Birken sind forstwirtschaftlich nicht besonders interessant. Wie das dann aussehen würde hier, dann müssten Sie in den Nationalpark gehen. Da gibt es keine Wildschutzzäune. Da wachsen dann tatsächlich nur reine Birkenwälder. Man kann also zusammenfassen, die aufgeforstete Fläche ist viel zu klein. Es wird Jahrzehnte dauern, bis man alles aufgeforstet hat, was abgestorben ist. Das ist viel zu teuer. Die Stadt Ilsenburg kann es selber aus der eigenen Stadtkasse offensichtlich nicht bezahlen, sondern ist auf private Spender angewiesen. Und
Das Ganze wäre viel billiger, wenn man den Zaun nicht bräuchte, aber den braucht man wegen der vielen, vielen Rothirsche im Harz. Zu klein, zu teuer und zu viele Hirsche. Das sind die Hauptprobleme bei der Wiederaufforstung im Harz.